Zu einer weiteren Folge Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Oh Gott, wie heißen die Mod jetzt noch gleich? Space Battle Mini Mod. Alles klar, ja. Space Battle Mini Mod. Und, ja. Werden die beide noch nicht gespielt? Ja, ganz genau. Und Leon von der Gamer Praxis ist wieder mit dabei. Hallo. Achso, und ich habe jetzt noch gar nicht nachgesehen, ob Mein erstes Schiff, Venator. Es steht sogar noch vor den TIE Fighter. ja, ich kann auch Venatoren bereits bauen. Ich glaube, das war das Einzige, was dazu gemacht wurde. Stand da irgendwie in dem. Lol, guck mal, wie klein die sind. Upgrade in progress. Wow. Gut, Dann weiß ich also, nicht. ich gehe oben, okay? Ja, oben Mitte, ja. Da gehe ich hin. Ich habe mir jetzt was richtig erwartet, so einen richtig großen Venator, was kommt. Kuppelding. Ja, Steht ist das als klar. Fregatte oder hat das eigene? Oh, es hat eigene Subsysteme. Einkennen, Und ich einkoppeln. glaube, die meisten Schiffe haben jetzt auch Hangars. Und der Venator hat kein Hangar. Ne? Ja gut, der ist wahrscheinlich richtig klein, was? Ist richtig, ist das Gefühl kleiner als ein Evolon. Ja, okay. Ist. Achso, Oh ja. nein, du hast ja Admiral Rados. Ja, kann sein. Habe Stand ich jetzt jedenfalls noch in der nicht. Beschreibung. Ja. Wahrscheinlich Tech 5, weil Admiral Rados wäre ja schon unfair. Naja, dann kann ich immerhin zwei Großkampfschiffhelden spawnen. Und dann gibt es kein Akbar mehr, das wär's ja. Ja, gut, dann hätte sich wahrscheinlich so gut wie nichts geändert. Ja, ich auch. Es hat sich so, doch die Einheiten sind ein bisschen anders da verteilt, das stimmt schon. Okay. Oh, und wir können definitiv eine größere Flotte spawnen. Ja, 40. Ja, zuvor 25, also das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Hast du auch 40? Ja. Oh, dann ist das Imperium mal gleichgestellt. Dankeschön. Alles klar. Finde ich nice. Ich habe kein Geld. Upgrade Hast in du schon so einen progress. Venator gebaut? Nein. Ich habe die Upgrades halt gemacht, wahrscheinlich. Und du hast die Upgrades wahrscheinlich nicht gemacht. Hast du die Minen schon? Die Minen, lassen wir die Minen in Ruhe. Ja, würde ich schon sagen. Aber Wir hast wollen jetzt ja jetzt vor nachgeguckt, allem ob hier der testen, was aufnimmt? da jetzt hier so alles neu ist. Ja, hast du schon auf die auch geguckt, ob der Complete. aufnimmt? Ach so, ja. Ich habe Wow. Angst, dass das Spiel Construction halt complete. abstürzt, wenn ich jetzt raustappe. Eigentlich nicht. Ja, also die Aufnahme läuft auf jeden Fall. Ist nur. Guck, ist Upgrade rausgetappt und es ist complete. nicht abgeschmiert. Ja, stimmt. Aber bei manchen Mods stürzt es immer sofort ab, wenn ich raustappe. Weil das ja alles ein Dreckspiel ist. Ja, Eine ist halt Ebene so. ist ein Dreckspiel. Wer ist das hier nicht? Ja. Wenn man mal guckt, wenn man beim Venator richtig rausgezoomt hat, sieht das aus, als ob der richtig viel Bewaffnung hätte. Zoomst du mal richtig rein? Voll enttäuschend. Upgrade complete. Alles klar, ich baue jetzt einfach mal ein. Reinforcements en route. Okay, Venator lässt sich auf jeden Fall schnell bauen. Gefällt mir schon mal. Upgrade in progress. Reinforcements available. Alter, der ist echt klein. Ja, sag ich doch. Ja. Das hat mit einem Sternzerstörer nichts zu tun. Und um die Schiffe und um die Raumstation und so sind andere Kreise drum, wenn du es angeklickt hast. Hast du nicht gesagt, dass Venatoren keine Hangars haben? Okay, ja, sie haben keinen Hangars, aber sie spawnen trotzdem Schiffe. Ja, also in echt haben natürlich, ich glaube, Venatoren haben vier Hangars. Die zwei Seitenhangars, den unteren Hangar und vorne den großen Ja. Haupthangar. Aber hier hat er keinen Hangar, aber er spawnt ein Schiff, das ist so weird wie Ja. sonst was. Bei mir wären zwei Z95 Geschwader gestartet. Das ist voll lame. Upgrade in progress. Hä, du hast zwei Z95? Ja, Ich durch hab den Venator. zwei Y-Wing-Geschwader. Hä? Du bist doch das Imperium. Wieso Y-Wings? Nein.
frühe Zeit. Ja, die wurden ja auch noch in der frühen Zeit des Imperiums benutzt. Ja, okay, das mag sein. Upgrade. Der, du denkst nicht, dass es zum. Es ist das Galaktische Imperium, wir haben sofort Sternzerstörer parat. Doch, So das habe ich jetzt erwartet. Ganz war das ja Upgrade in jetzt progress. nicht. Alles klar. Decoding transmission. So. Upgrade in progress. Ich habe das letzte Gate-Upgrade vergessen. Das erste oder das letzte? Das letzte. Okay. Perfekt. Wieso? Weiß ich nicht, habe ich jetzt einen kleinen Geldvorteil. Ja. Upgrade Wie complete. viel Geld hast du denn? Aktuell 5.700. Ich habe 7.500. Upgrade Ja, aber bei mir ist Boba Fett in complete Produktion, in Station in progress. Produktion, vier Upgrades in Produktion. Ja. Wie viel Tech 4 bist du schon? Ich bin schon Tech 5. Hm. Also, Tech 5 ist in Produktion. Thanks, Game. Tie Phantoms, Tie Defender, Venator Class Cruiser. Venator Class Cruiser? Hier steht er. Achso, ja. Ja. Ist halt ein Kreuzer hier und kein Sternzerstörer. Ja. Wow, bei mir hat sich halt nichts geändert. Ich habe wirklich nur. Ich habe halt nicht mal Piet. Ich habe Venatoren, dafür habe ich kein Piet. Upgrade complete. Nice. Naja, vielleicht kommt er bei Raumstation Stufe 5. Ach stimmt, ich bin ja. Ja, ich bin dumm. Entschuldigung, ich war gerade mit dem. Ich dachte gerade schon, ich wäre Final Tech. Alles gut. Constructing Final Tech. Du. Und jetzt können wir auch mal hier eigentlich im quasi Standardspiel mal eine etwas größere Flotte spawnen. Upgrade complete. Ja. Dafür wird es wahrscheinlich auch wieder abschmieren, weil es ein Drecksgame ist, ich sag's dir. Ja, hoffen wir es mal nicht. Ja gut, ich bin mal wieder ein bisschen spät dran. Wird wahrscheinlich heute wieder 18 Uhr werden. Wie den 18 Uhr. Naja, das Multiplayer-Video. Wann es online kommt. Kannst du ja auch 17 Uhr Upgrade stellen. complete. Theoretisch ja. Okay, das da ist ein neues Schiff. Das ist im Standardspiel nicht drin. Glaub ich. Die MC-30C-Fregatte. What the fuck? Ich habe gar keine Nebulon. Ja, ich habe meinen Fehler erkannt bei mir. Ja, dass du keine Nebulon B-Fregatte hast, ist klar. Oh, ich habe gar nicht, ja, ich hab Interdiktoren. Wow. Und ich habe nur Akbar, ne? Das ist Redis. Production. Nein, das ist Wenn du Akbar. liest, du musst lesen. Admiral Akbar. Lol, da stand du hättest Admiral Redis. Vielleicht war es die andere Mod, die wir runtergeladen haben. Nein, 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 das war die Mod Upgrade. hier. Die andere Ja. kenne ich ja. Okay. Upgrade Oder ich bin in gerade doof, wie progress. sonst was, aber ich dachte. Tja. Hier ist es auf jeden Fall das normale Spiel. Venatoren sind hinzugefügt und halt größeres Bevölkerungslimit. Upgrade in Wow, ich progress. habe auch Piet. Also, ich habe Venatoren, mehr Bevölkerungslimit, mehr habe ich nicht. Und Ja. einen anderen Kreis um die Schiffe. Sorry. Wie einen anderen Kreis. Ach Wie so eine so. komische. Ja, es ist eher nicht so gezackt. Ready for action. Alles klar. Von den Preisen haben sich die Schiffe auch nicht verändert. Upgrade complete. Unit in production. Nö. Reporting Na complete. schön. Leute, wie klein ist denn hier ein Sternzerstörer? Die Schiffe sind alle viel kleiner. Ja. Braun hat ja gar keine Bewaffnung. Gefühlt. Vier Turbolaser, zwei Ionenkanonen. Das ist im Standardspiel auch so. Nein, nein, der hat aber da mehr. Der hat da noch hinten hat er zwei gehabt und vorne hat er noch was. Nee, der hatte auch nur sechs Waffen.
Nee, der hatte 8, glaube ich. Der hatte hier in der Mitte. Und, aber die sind voll klein, die Schiffe. Schauen wir mal. Nö, so klein jetzt auch wieder nicht. Also meine Sternzerstörer sind ein kleines Stück größer als der Venator. Nice, okay. Ich bin gerade Mon Calamari-Kreuzer am Bauen. Schauen wir mal, wie groß die sind. Okay, ja, Akbar spawnt auch Schiffe. Okay, ja, der Standard Mon Calamari-Kreuzer ist tatsächlich jetzt nicht so groß. Aber ich glaube, die Bewaffnung ist dieselbe. 4 Turbolaser-Batterien und 2 Ionen-Batterien. Ja, habe ich auch. Ja. Nur ich habe meine Schilde. Ja, ich habe dafür einen Drecksfangstrahl. Ja. Der noch mal nicht mal was gegen die Mon Calamari-Kreuzer nützt. Ja. Ja. Spawnen wir mal ein bisschen was. Alles klar, all too easy. Mon Calamari Cruiser ready. Beware of traps, Cruiser. Beware of traps. Gefällt mir alles nicht. Warum gefällt dir das nicht? Coming around. Snap. Ich habe mir jetzt von dem, auch wenn er Minimod heißt. Ja, Minimob, weil die Schiffe halt kleiner sind. Ja, oder das ist doch noch schlimmer. Ich dachte, kleinere Schlachten, nicht kleinere Schiffe. Ja, aber dafür gibt es größere Schiffe. Größere Schlachten. 40 Einheitenkapazität. Das macht's nicht besser. Doch, das macht's mega viel besser. Nee. Wird doch wieder laggen wie sonst was. That's possible. Wie ich dieses Spiel kenne, ist das. Mon Calamari Cruiser ready. Okay. Bauen wir mal ein paar MC-30C-Fregatten. Und deine Flotte angucken. Ah, die sind ja auch nicht viel größer. Ja. Oh, Akbar, voll viel Bewaffnung. Nö, eigentlich nicht. Naja, er hat 2 Waffen mehr, ne? Er hat 2 Ionenkanonen mehr. Nee, er hat. Ja, doch, 2 Ionenkanonen hat er mehr. Wow, mein Held hat nicht mehr. Bitte? Mein Held hat nicht mehr Bewaffnung. Okay. Ich hab Drecks. Was? Wie ist der bewaffnet? Okay, ja. Tja, nee, komm. Ich möchte lieber. Ja, wobei Schilde durchdringen ist schon stark. Du brauchst gar keine Jägersachen bauen. Hm? Du brauchst gar keine Bomber bauen. Nö. Mach ich auch nicht. Ich hab mehr als genug Jäger, ich hab Oberfett und kleine Anti-Jägerschiffe. Ja, ja. Vehicle in production. We need to take it before we can go anywhere. Alter, alles klar, du hast ein Interdiktorkreuzer. Nicht nur ein. Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ja, jetzt sehe ich auch 2. Ich habe eine richtige stylische Flotte jetzt, ob die was kann, weiß ich. On my way. Easier than the Kessel Run. Moving ahead. Reinforcements en route. Ja, jetzt mal bei den Helden mal ein bisschen ausgeglichen jetzt. Irgendwie nicht, so dein Schiff hat mehr Waffen als meins. Oh. Ups. Jetzt. Ja. Großkampfschiffe hast du denn da? Einige.
Ernsthaft? Du erklärst den Krieg? Hat das was gebracht? Ja, der Antrieb hat Hälfte Leben verloren. Wow. Alles andere ist unangetastet. Voll. Schild runter? Nein. Schilde sind unangetastet. Macht nur Schaden, kein Schild weg. Aber ich habe das mal als Kriegserklärung aufgefasst. Eigentlich nicht. Doch. Aber du ziehst deine Schiffe nicht nach vorne. Ja, stimmt auch wieder. Naja, ich kann nichts mehr spawnen. Also. Ich auch nicht. Gut, dann heißt es wohl Attacke, was? Dann Snap. Rücken wir mal etwas vor. Was ist das hier? Oh, naja. Okay. Wie viele Jäger hast du? Oh, einige. Ich habe auch Anti-Jäger-Abwehr, also. Ja, ich hätte ein bisschen mehr Jägerabwehr wohl gebrauchen können, aber ich habe auch. Und ich glaube, meine Flotte ist etwas breiter gefächert als deine, oder? Kann das sein? Ich habe alles drin. Victories, Akklamatoren, Sternzerstörer. Ja, das bringt dir aber nichts, ne? Warum? Naja, gut, dann schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Vorrücken. Akbar hat ja Schilde. Das gefällt mir nicht. Also. Alles klar, das sind eine nervigen Interdiktor-Kreuzer. Geschützt von deinen 3-Sternen-Zerstörern. Okay. Alles klar. Es wird geschossen. Hey! Geht mal hier auf Jagen, bitte. So. Jagen und Snack. Was war das denn jetzt? Achso. Ich möchte bitte das. Alter, die Jägerflotte ist down, das gefällt mir. Ja gut, dann spawne ich jetzt halt eben wieder was nach. So. So. Snack. Ach so. Oh, wow. Deine Interdiktor müssen weg. Warum? Okay. Wechselt den. Den Target. Warum sind denn deine Schiffe so stark? Das gefällt mir nicht. Wieso? Seh erst mal an, meine Schiffe haben gefehlt. Können gar nichts. Och. Sag das doch nicht. Meine Schiffe können voll viel. Wow, Boba Fett hat immer seine Bombe noch deployed. Was ist das denn? Ja, so. Und jetzt Damage machen. Alles klar. Snap. Wow. Snap. Wow. Ja, okay. Das ist gut. Und zerstören. Alter, was für Babyschiffe. Das ist echt krass.
Deine Schiffe sind echt Babyschiffe. Ach was. Oh. Okay, aber meine Schiffe nehmen jetzt doch ein bisschen Schaden. Wow. Ah, du hast jetzt auch einen ein Todesstern, ja, ganz genau. So, alles klar. Jetzt, schieß mal wieder hier rauf. Alter, meine Jägerabwehr kann nicht. Ja, maximum fire to that. Hat meine Bombe überhaupt was gemacht? Ja, glaub nicht. Snack. Alles klar. Okay. Alles klar, ja. Du hast zwei, Dings nachgespawnt. Ich auch. Naja, nee, ich habe jetzt deutlich mehr nachgespawnt. Okay, alles klar. Snack. So, okay. Ich möchte, dass deine Helden draufgehen. So, mach mal das hier. Jagen. Alles klar, der Venator ist down. So, na los. Alles klar, ich spawne mal das hier. Snack. So, ich möchte, dass ihr hier rauf geht. Was? Och nee, der ist schon wieder da. Boah ey, lass den mal weg. Der nervt nur. Ja, okay, dann alles klar. So, jetzt zerstört den da mal, der nervt da einfach nur extrem. Ja, Hyper-Philosophy-Dings ist sowieso völlig unnötig. Dann, ja, dann machen wir das hier. Alles klar, und deine Sternzerstörer haben auch keine Hangars mehr, die man zerstören kann. Alter, das ist viel zu overpowered. Dein Zeug, ja, finde ich auch. Nee, was habe ich denn? Ich habe da nichts. Nein. Weapons charged. Ja. Wie viele Einheiten kommen? Bitte? Alles. Was denn? Hab nur was gewollt, nur was wissen. Achso, wow. So. Ready. Okay. Ach nee, zerstört mal bitte den da. Kannst doch gar nicht mehr so viel Rückhand haben. Wie viel hast du denn noch in der Rückhand? Alter! Mach mal Feuer auf die Broadside-Kreuzer! Wie viel hast du denn? Was? Findest du die Broadside-Kreuzer auch hier? Ja. Snack. Oh, jetzt hat er hinter meiner Flotte einen rausgeholt. Ja, ich kann den nicht dort lassen, sorry. Snack. Und ich krieg halt ein paar neue. Ja gut, aber du musst sie halt auch erstmal bauen und so, ne? So. Alles klar. Gut, und ich möchte
Jetzt, Missing? Strike? Keine Ahnung. Gut. Wie viel hast du denn noch in der Hinterhand? Okay. Also ich bin in Dauerproduktion. Ja, ich auch. Ja. Das habe ich auch erwartet. Ich will wieder ein paar Jäger wegmachen, Alter. Boah, ey. Du hast halt Jägermassenvernichtung und ich nicht. Das ist halt kacke. Du hast Jägermassen, das ist voll kacke. Hey, du hast die Jägermassen! Du hast Bombermassen. So. Schilde! So. Feuer! So. Alles klar. Ja, du hast halt einfach viel zu viele Jäger. Gar nicht. Doch, hast du. Du hast viel zu viele Großkapseln. Ja. Das glaube ich halt sogar wirklich. Halt, ja, ist klar. Was denn? Zerstören! Diese scheiß kleinen Raketenschiffe. Da kommt noch ein. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Aber die werden halt direkt abgeschossen. Also ich weiß nicht, ob die dir jetzt so viel bringen. Ja. Vielleicht Zeit. Sie zerstören halt kaum was. Ja. Naja, weil sie halt direkt drauf gehen. Ja, und? Alles klar. So. Attacke! Front verstärken! Alles klar. Ihr hier schießt auf den hier. Ihr hier schießt auf den da. Du da, ja, schießt mal auf den hier. Du, ja, greif mal den da an. So, geh mal hier rauf. Untere Front verstärken. Und ihr geht mal auf den hier. May the force be with you. Unit in production. Vehicle in production. Ja, mein größtes Problem ist halt, ich habe keine Jägerabwehr, ne? Hm. Oh, warte mal. Ich muss mal eben kurz was entfernen. So. So, und jetzt kannst du wieder darauf schießen. Die stören dich halt wirklich. Ja, die machen halt vor allem Jägerschaden. Snack. 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 Ja, schieß mal auf den hier. Alles klar. Der ist schon wieder so gut wie tot. Aber so viel hast du jetzt auch nicht mehr in der Hinterhand, oder? Du spawnst zumindest gerade nichts mehr nach. Gefällt mir. Ja, also
Die Plasmakanone war die was schießt Boba Fett nochmal? Egal. Die seismische Bombe. Ja, genau, die seismische Bombe, die war gerade verschwendet, aber gut. Die hatte halt bei meinen Großkampfschiffen gedingst. Ah, nö, hat halt keinen Schaden gemacht, war halt verschwendet. Ja. Gerade wo ich Bomber, 8 Bombergeschwadern und, 8 bei deiner Base. Wow. Also. Hast du es bei deiner Base? Ich hab gerade gesehen und jetzt ist Synchronization Error. Ja. Ist dein Spiel abgestürzt? Ja. Wow. Alles klar, ihr habt auf jeden Fall eine Schlacht gesehen. Wie viel hattest du noch in der Hinterhand? Bisschen, warum? Was? Sag nochmal. Bisschen. Bisschen, nee. Einiges noch. Ich war halt gerade dabei auf Vormarsch zu deiner Base. Du warst halt mit meinen Jägern bei der Base. Mit deinen Jägern an der Base, ja. Ja, ja. Das habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Ja, die sollten den Schild machen, dann hätte ich in der Mitte was gespawnt und wäre vorgerückt. Ja. Hauptsache, du hast die Jäger nicht dort gespawnt. Nee, die sind ja von der Mitte. Hättest du es mitbekommen, wären die von der Mitte die ganze Zeit abgezogen. Die waren halt abgezogen. Habe ich halt von der Hauptschaltflotte abgezogen und zur Base geschickt. Ja, okay. Ja. Wessen Verluste waren höher? Ja, meine. Ich habe halt 10 Mon Calamari-Kreuzer mit, Dings einberechnet. Achso, und du hast ja auch 10 Sternzerstörer verloren. Du hast einen Venator mehr verloren. Du hast 2 Victories sagen, verloren, 2 Akklamator-Kreuzer verloren. Ja. Deine Verluste waren größer. Ja. Aber ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge, ne? Ja, das waren 30 Minuten. Das kann man mal wieder machen. Und ja. Wir haben genau 16 Uhr, das heißt, jetzt hätte eigentlich die Folge schon online gemusst. Egal. Ja. Wird halt eben wahrscheinlich wieder 18 Uhr und dann, ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei meinen anderen Videos vorbei und wir sehen uns morgen wieder. Möge die Macht mit euch sein. Ich will mich verarschen, mein Satz hier wurde geklaut. Tschüss. Ciao.